So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Landwirtschaftssimulator 19 auf der Onkelfarm. Jawohl, ja, bei Paletten funktioniert, also wie in der letzten Folge, bei Paletten funktioniert es auch nicht. Ja, na gut, dann müssen wir halt das halt auf die altmodische Art machen und per Hand aufladen. Tja, was willst du machen? Ich habe zwar mir jetzt mal so ein, zwei Videos angeguckt. Bei dem funktioniert es. Ich habe die gleichen Tasten gedrückt. Bei mir funktioniert es nicht. Keine Ahnung, was das sein soll. So. Moment, das hier mal ausmachen. Halt. Dann verkauf mal erst einmal, würde ich sagen, die Schafpaletten oder die Wollepaletten, nicht die Schafe. Die Schafe wollen wir nicht verkaufen, die brauchen wir noch, um mehr Wolle zu machen. Huch, Gottchen, vorzuholen. Schalten bitte. Jo. Klein, uah. So, mal sehen, ob wir überhaupt den Hänger da hochkommen. Könnte bestimmt witzig werden, wenn ich da laden muss per Hand auf. Mensch, ich drücke immer zu lange. Also, bloß mal treffen. Ja, nein, nicht getroffen. Immer noch ein Stück weiter runter. Jetzt. Das ist wieder zu hoch. Zu tief. Och Gottchen. Guck der hier Fummler. Was war. Wow! Ich hab nicht gedrückt. Die Palette weggeflogen. Ich hab nicht gedrückt. Ich habe echt nicht gedrückt, Leute. Die Palette weggeflogen. Erstmal scharf erschlagen. Ich habe nicht gedrückt, wirklich. Echt jetzt. Hä? Ich wurde die Palette weggeflogen. Ja. Nee, auch nicht. Jetzt. Nicht, dass er jetzt wieder wegfliegt. Ich glaube, wir sollten es per Hand aufladen. Irgendwie. Das ist ja gefährlich. Oder die den Hänger hoch. Oh mein Gott. Wow.
Immer noch nicht. Er sagt aber, er muss jetzt aber ablassen. Warum lässt er das nicht ab? Oh, wir fallen doch gleich wieder runter. Wieso lässt denn der das nicht ab? Endlich. Wow, wir stürzen gleich ab. Wow, das wird eng, das wird eng. Wow. Ich glaube, wir tragen das lieber auf den Ball. Ich glaube, damit gefahren wir besser. Ich glaube, da können wir sie auch besser stapeln. Halt! Huch! Eigentlich könnten wir es da andersrum machen. Da sind doch, da kriegt man doch mehrere drauf, ne? Das kann ja dann lustig werden mit den Eierkartons. Ach, jetzt habe ich so. Ich habe vergessen, loszulassen. Das ist ja feinfühlig. Ja. So. Warum das mit dem, warum gibt es da ein Autoloader, wenn es nicht funktioniert? Wie gesagt, bei mir hat es nicht funktioniert. Ah ja, geht. Länger. Ist zwar jetzt nicht die perfekte Lösung, wir müssen uns da noch was einfallen lassen, dass es wirklich mit den Autoloader funktioniert, oder muss mein Geschick noch verbessern. Wächst. Zwecks aufladen. So, ich wollte mal gucken, muss. Ich habe wirklich vorhin nicht gedrückt, die ist bisher reingeflogen. Hallo Mös. Habe ich euch jemand erschlagen von euch? Weil. Wenn du das Ding in der Pfote hast, da denkst du, es ruckelt. Naja, es ruckelt da auch ein bisschen. So geht's. Ja. Sobald du wieder so ein Ding in der Pfote hast, da denkst du, es. Naja, gut. Normalerweise macht man sie auch nicht so. Normalerweise macht das nicht. Aber wie gesagt, Leute, ich weiß eben nicht, warum das mit den Autoloader nicht funktioniert. Gehen wir die noch alle weg? Weil da hinten ist auch noch eins fertig.
Palette. Ich schon, ne? So. Schweiße. Angesichtes. Hake ich hier die Paletten weg. Oh, und sie glitscht. Glitscht. Und sie glitscht und sie glitscht. Oh Gott. Sie glitscht. Praktisch, oder? So, hier hinten war noch eine volle. Nee, da haben wir noch. Kriegen wir noch weg. Ja, du kannst hier. Das glitscht. Ach Gottchen. Tut mir leid, aber die glitscht. Ach Gottchen. Wenn ich sie höher halte. Ich halte sie über meinen Kopf. Ja, da geht's. Nee, bloß nicht. Ja, vielleicht habt ihr Tipps, wie das funktioniert mit den Autoloadern. Also wie gesagt, ich habe mir zwar ein paar Videos angeguckt, aber irgendwie hat es nicht funktioniert bei mir. Hier so ein bisschen so hinstellen, so ich. So. So kann ich die kann ich nicht anschneiden. Ich jetzt von drinnen, Moment, wenn ich reingehe. Ja, die sehen ein bisschen furchtbar aus. Da müsste mal ein bisschen noch rein. Oh, das eher, ne? Die letzte werde ich wohl nicht anschneiden können, oder? Gehen alle nicht bis auf die letzte. Hm? Bis auf die Ede. Wenn ich die hier drehe, geht das vielleicht? So, hier drauf packe. So, ein Stückchen hinterschieben. So. Nö. Wir drücken es mal drinnen von. Ach, Mensch, ich hänge. Den auf der Trecker macht. So, was war das jetzt? F1 Spanngurte, Spanngurte L. Was ist da alles angeschnallt? Alles fest. So, ja, ich habe keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Gut, dann würde ich sagen, guck mal, es lädt erstmal wieder. Wolle verkaufen mit Hindernissen. Yeah. Oder muss ich den da hinstellen und dann lädt das automatisch immer die Kartons da rein? Oder ist das Sinn der Sache? Dass es automatisch die Kartons da reinlädt. Wäre ja auch blöd, weil die Kartons sind ja nicht immer gleichzeitig voll. Wisst ihr, was ich meine? So. Wolle. So, hier haben wir Hafer. Hafer, Baumwolle, nee, Baumwolle haben wir nicht. Das ganz verkehrte. Da, Wolle. Mal ganz hoch gehen. Wolle, jetzt sag nicht, dass jeder Wolle haben will. Doch, oh Gott, da gibt es ja überhaupt nicht viel. 693 Euro. Weberei, wo ist die Weberei? Weberei ist hier. Wir stehen hier, da gibt man. Hier war Feld 14. Guter.
Ja, wir fahren über Feld. Nee, warte mal, wir müssen. Ja, einfach jetzt hier so rechts rüber. Einfach jetzt so rechts. Ach, da leuchtet schon. So. Oh, Öschner hat Arbeit erfolgt. Ja, genau, Leute. Wir machen ja zwischendurch, müssen wir mal gucken. Hat der nicht? Der auch nicht. Der ist fertig. Das ist gut. Dann klappt mal zu. Gömmert dich nehme ich gleich mal genau hinter uns Saatgut hin. Na, wie ist's? Ja, und neben Kalkstreuer stellen. So, stellen wir den nicht gleich hier ab. Das ist auch bereit. Und dem müssen wir mal danken, Freund. So. Er ist auch bald fertig. Schön. Nein, nein. Ja. Aber wieso habt ihr hier so viereckige Flecken freigelassen? Komisch. Das waren außerirdische. Wir haben da viereckige Proben gemacht. So, mal sehen, was wir an Kohle machen. Ja, wir waren ja schon mal bei 100.000, aber. Du musst uns ja den Autoloader kaufen, der meiner Meinung nach nicht so wirklich funktioniert. So, abschnallen. Ich stehe den letzten noch abschnallen. Nee. Geht das automatisch? Ja, geht automatisch. Cool. Boah, da machen wir ja. Das lohnt sich ja volle Bulle. Da machen wir ja mit ein Ladehänger Stroh mehr Kohle als mit der Wolle. So, da war noch was. Na gut, nochmal. Gut. Nee, da haben wir mehr Geld gemacht. Jetzt sind noch mal 693 Euro dazugekommen. Nein, gut, da haben wir mehr Geld gemacht. Gut, da will ich nicht gesagt haben. Wie viele Paletten waren es? Hat jemand gezählt? Ich nicht. Ich hab's nicht gezählt. Leute, warum fahren die denn hier immer so langsam? Oh, das sind PKWs. Wir fahren nicht mal 30. Da wundert ihr euch, warum ich immer übers Feld fahren. Oh, das ist ja unser Feld. Der Mais wächst schon. Bestört. Das sind wieder lauter kahle Stellen. Warum? Fahren wir auf Feldweg. Ja, unser Mais wächst. Können wir gleich mal gucken. Moment. 100, statt gerade noch 50 da. Gut, da können wir noch mal düngen, irgendwann. Entschuldigung.
Der Mais wächst schon. So, wie viel? Ach, wir haben noch ein bisschen Zeit. Da können wir. Wow, wow, der slidet. Habt ihr das gesehen? Der Hänger. Fui, fui. Oh, schön. Der. Wieso sind denn nur immer hier so kahle Stellen drin? Die Zuckerrüben machen auch schon. Die wachsen auch schon. Oh, da ist ja wieder so ein großes kahles Feld. Fleck. Unsere Helfer sind schon komisch. Naja, kann man jetzt nicht ändern. Alles im Wachstum. Unsere Liste wenigstens ein bisschen kleiner, ne? So, Rampe mal ausfahren. Jo. Oh, hochlaufen können. Kikeriki machte. Ich klaute jetzt deine Eier. Haha, haha. Ist das hier voll? Ja. Ja. Ich glaube. Nee, nicht deine Eier, sondern von deinen Frauchen der Eier. Aber was ist? Die Palette? Die hält, da konntest du rennen damit, ne? Den Karton, der viel leichter ist, den lässt er jedes Mal fallen. Ist auch komisch, oder? Die Palette kriegst du mit einer Hand. Und ja, Kartons, die lässt du voll. Machen wir das noch in dem Video? Ja, sind ein paar viele Eierkartons. Und dunkel wird es auch. Konzentrierte Eierkartonstapelung. Junge, 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 Junge. Schade, dass das mit den Autolotern nicht funktioniert. Schade, dass ich so eine Palette nicht habe. Ich habe zwar viel Krimskram, aber so eine Palette habe ich nicht. Oder vielleicht sollte ich mal eine leere Palette kaufen und dann mal gucken, ob die Autoload-Funktion hat. Ja, aber das ist wahrscheinlich dann das gleiche Beispiel wie jetzt mit denen hier. Dass es dann auch nicht funktioniert. Hm, man weiß es nicht. Weil wir fahren mit so Riesenhänger. Warum wir Eierkartons? Warum nicht? Sind halt auf dem Dorf. Manche fahren mit dem Trecker Einkauf. Oh. Und ich sag's immer wieder, da ist Styropor drinne. Die gehen nicht kaputt. Unzerbrechliche Eier.
So. Oh Gott, ach so, davon sind ja auch noch mal welche. Oh Gottchen. Ja, wir müssen die Liste ja echt mal kleiner machen. Oh, Schafwolle ist auch schon wieder bald voll. So eine Palette. 99%. Ja gut, jetzt brauchen wir echt ein paar mehr. Oh, mehr kriegt man ja gar nicht auf den Hänger, ne? Nur eine mehr. Naja, was soll's. Machen. Eier verkaufen. Ja, gut, ich wollte eigentlich den anderen Karton schnappen, aber naja, gut. So, dann kann das hier alles wieder mal. Ich denke mal, beim nächsten Mal warten wir echt, bis das hier. Da ist meine Liste wieder hier rechts voll. Da oben ist ein Zeppelin. Ich sehe einen Zeppelin. Zeppelin, Luftball, Eis, Luft. Oh Gottchen. Eis, Luft, Ballon. Zeppelin. Also Zeppelin. Das ist. Ja, das ist so. So. Gut, da haben wir sie alle weg. Ich nur noch hier eine halbe Million. So, jetzt müssen wir bloß mal gucken. Sind die alle voll hier? Schon mal voll. So, umdrehen. Ach, dreh dich doch mal um. So. Nee, der ist nicht voll. Nein, der ist nicht voll. Der kommt hierher. Nein, noch ein Stückchen weiter. Komm schon. So. Ja, war nicht voll. Ja, manchmal zeigt das an, manchmal zeigt es nicht an. Ist doch komisch. Right. Ajo. Oh, der hat auch fertig. Cool. Kann ich den ja gleich in der Aufnahmepause mal erstmal auftanken. So, ich habe jetzt zum Grunde nicht mehr zum Sehen. Das erste Mal abernten, das andere Feld. Also Stroh wegmachen. Das mache ich alles in der Aufnahmepause. Oh Gottchen. Schade, 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 dass das nicht funktioniert mit den Autoloader. Schade. Lube, da wären wir schon längst fertig. Vielleicht habe ich den falschen Hänger, aber ich habe doch Autoload angemacht, ne? Nicht, da verkaufe ich den und kaufe den mal für einen LKW. Da hole ich mal so einen Dolly und dann. Oh. Oh. Wieso hält denn das noch nicht fest? Wollen die Paletten, die Schafpaletten, die hat das so wunderbar. Alter, das kann doch nicht sein. Die hat das so wunderbar getragen. So. Und die kleinen leichten Kartons hier.
lässt er jedes Mal fallen. Muss man nicht verstehen. Hui. Warum steht denn das eine? Oh, echt jetzt? Steht die eine Schiene in der Luft und die andere nicht? Da steht doch auf gerader Straße, vermute ich mal. Seht ihr das hier? Das Ding steht in der Luft. Ja gut, das auch, aber das hat noch so ein bisschen Attach ans Gras. Und das steht ja voll blöd in der Luft. Naja, man weiß es. Komm, wir wollen jetzt noch die Eier verkaufen, Maiko. Los. Video wird doch so lang. Wir ja wissen, was wir in Eiern verdienen hier. Schade. Ich habe echt gedacht, es funktioniert mit den Autoloden. Ja, ich weiß, ich werde mich jetzt noch 1000 Jahre dafür aufregen, dass das nicht funktioniert. Ich weiß. Aber irgendwie kriege ich es, irgendwann kriege ich es mal hin. Irgendwann mal. Nein, da ist schon einer. So. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Außer wir verlieren es wieder. Wieso bleibe ich denn nur immer an der Kante hier hängen? So, und dann wird in der nächsten Folge verkaufen wir dann. Fangen wir an mit Gülle verkaufen. Ich glaube, ach, ich will es nicht beschreiten. Ja, bekomme ich wieder das mit den Güllewachen nicht hin und dann, ach Gott, wir wissen es noch nicht. So, Rampen einfahren, anschnallen und mal gucken, wo wir gute Preise kriegen. Haben wir nicht eigentlich auch eigenen Hofladen? Können wir das da nicht auch verkaufen? Ich glaube, da steht ja gar nicht mit drin. Ne? Das ist vielleicht bloß ein Deko-Ding. Ja, ich meine. So, Eier haben wir hier. Hier haben wir 1954. Ja, das ist ja eigentlich 1663. Ja gut, nehmen wir. Wo fahren wir hin? Bei Lidl. Wo ist ein Lidl? Lidl ist hier oben. Ja, da fahren wir am Shop vorbei. Rechts rum und dann eigentlich nur geradeaus. Jo. Jetzt fahren wir mit dem großen Anhänger, mit den Bockkartons zu Lidl. Na toll. Ich glaube, die lachen uns aus. Dass wir jetzt mit den großen Kartons, mit den großen Waren kommen, Anhänger. Und ein paar Kartons drauf. Ich glaube, die lachen uns aus.
Frau. So. Wo müssen wir da hin? Denke mal so ein bisschen über das Feld. Jo. Aber gerade unpraktisch mit den großen Dingen. Ne? Halt, stopp. Und es geht automatisch. Naja, fast alle. Kommt da einer noch? Hallo. Och, echt jetzt? Den einen? Och, wirklich? Och, Gottchen. Blub. Ja. Ja, sind wir doch bei fast 85.000. Schön. So Leute, da fahren wir zurück. Da kann ich ja schon mal sagen, ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch und gute Ernte, gute Verkäufe und tschüss.